Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Mass Effect 3 für die Xbox 360 auf der Xbox One. Und im letzten Part haben wir mit unseren Crewmitgliedern und anderen Bekannten hier auf der Citadel gesprochen, die hier so rumrennen. Und jetzt wollen wir endgültig in die DLC-Mission eintauchen. Also sprechen wir mit Garrus. Schön, dass Sie da sind, Shepard. Hi. Was haben Sie geplant? Etwas ohne einen Kampf gegen Reaper. Die Bar haben Sie noch nicht erobert. Hab ich schon erkundet. Aber wenn das schon mein letzter Tag ist, würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee. Okay, was kommt jetzt? Wohin gehen wir? An einen verbotenen Ort. Manches ändert sich nie, oder? Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem Tod unbedingt noch tun wollen, Shepard? Bin zu sehr mit Leben beschäftigt. Und Sie? Während meiner ganzen Zeit bei C-Sicherheit hatte ich immer einen Wunsch. Einmal rauf ins Präsidium gehen. Ich hab's aber nie gemacht. 137 Regeln haben es mir verboten. Haben Sie sie geändert? Nein. Heute sind sie mir einfach egal. Es ist an der Zeit, mal was richtig Dummes zu tun. Vielleicht ist es unsere letzte Chance. Etwas belebter, als ich dachte. Wollen wir in den Pool springen? Schwimmende Turianer sind wirklich kein schöner Anblick. Strampeln und Spritzen unterbrochen von spontanem Ertrinken. Stimmt, ich müsste ihnen nur wieder den Arsch retten. Zum Ausgleich für die vielen Male, wo ich ihren gerettet habe. Noveria, Pharos, Ilos. Es war schon ein Wahnsinnstrip, oder Shepard? In Zeiten wie diesen erkennt man seine wahren Freunde. Es sind nicht die, die ständig nach einem Fluchtweg suchen. Es sind die, die in den schlimmsten Momenten an deiner Seite sind und dich niemals aufgeben. Ich bin wirklich froh, dass ich so jemanden kenne. Ja, ich auch. Sie bitten jetzt aber nicht um eine Hand, oder? Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache sehr gut für alle Mal klären. Ich sag nicht, dass Sie nicht mit einer Waffe umgehen können. Aber manche können damit tanzen. Finden wir raus, wer wirklich der bessere Schütze ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirkten durchaus beeindruckt, Garrus. Aber ich habe sie tanzen sehen, Shepard. Kein Kommentar. Ha, Vakarian, Sie werden verlieren. Und keine Sorge. Ich habe Übungskugeln geladen, falls Sie daneben schießen. Das war einfach. Und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Große Distanz? Darin bin ich Experte. Das schafft kein Lebewesen, nicht mal Shepard. Geben Sie mir was Schweres. Ich sagte was Schweres. Zur Seite. Und los. Ich bin Garrus Vakarian und das ist jetzt mein Lieblingsort auf der Citadel. Ziemlich windig hier. Ich werde ein Denkmal aufstellen und die Waffe vergolden, damit die Galaxie weiß, dass Sie der König der Flaschenschützen sind. Gut, dass Sie da sind. Man weiß nie, wann die Flaschen revoltieren. Mag ich. Finde ich super. Das war eine sehr coole Unterhaltung mit unserem Lieblingskollegen Garrus. Wo zum Teufel sind wir hier? Norman, die Luftschleuse, ja? Hier müsste doch irgendwo das Ding sein. Ach so. Hier hinten. Ja, okay. Jetzt ist Garrus auch tatsächlich weg. Können wir mit diesem Ding hier zurück zur Normandy? Na, okay.
Dann geht's einfach nicht anders. Wir wollen in das Privatgemach von Anderson, damit wir den DLC jetzt endgültig starten können. Okay, gut, haben wir halt einfach mal ein bisschen mit unseren Kollegen gesprochen. Ob's DLC-Inhalt war, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ich nenne es DLC. Und jetzt geht's halt so richtig los. Also nochmal an die Citadel. Und zwar ins persönliche Apartment von Anderson. Wir kriegen schon mal einen anderen Ladebildschirm. Das verheißt Gutes. Denn jetzt geht's rund. Ich bin mal gespannt, ob es so schlachtenmäßig sein wird wie der Omega-DLC oder doch eher gediegener, aber dafür interessant, mit mehr Story. Wir werden sehen. Wow. Das ist mein Apartment. Commander, ich habe Admiral Anderson am QVK. Ich stelle ihn jetzt zu Ihnen durch. Shepard. Admiral. Wie läuft's bei Ihnen? Tag für Tag, Commander. Ja. Hackett hat mir eine Nachricht wegen des Apartments geschickt. Sie sollen es haben. Befreien Sie mich davon. Ist das Ihr Ernst? Sie brauchen etwas Eigenes, wo Sie auftanken können, den Kopf freikriegen. Kaylee wollte sich dort niederlassen. Aber je länger ich auf der Erde bin, desto weniger will ich weg. Und ich will möglichst wenig altlasten. Wie gesagt, Sie täten mir damit einen Gefallen. Das ist sehr großzügig. Es ist praktisch. Wir brauchen Sie in Topform. Ausgeruht, konzentriert. Wie Sie meinen. Danke. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Es gehört jetzt Ihnen. Das krieg ich sicher hin. Okay. Gut. Das wollte ich schon lange tun. Wir reden in Kürze wieder. Seien Sie vorsichtig da draußen, Anderson. Sie auch, Shepard. Mega. Wir haben ein eigenes Apartment. Notizen für Anderson-Biografie. Beziehungen. Okay. Sie haben mich nie danach gefragt, aber meine Frau hat gerade angerufen. Meine Ex-Frau. Niemand spricht gern über die Belastung, die monatelange Trennungen für Beziehungen im militärischen Umfeld darstellen. Sie gehörte nicht zum Militär. Sie konnte damit nicht umgehen. Dabei geht es nicht mal um Militär oder nicht Militär, verdammt. Es geht um die Raumfahrt. Die Raumfahrt. Die Entdeckung der Massenportale, Wunder der Technik. Die menschliche Fantasie wurde beflügelt und konnte endlich unseren Wünschen gerecht werden. Aber wir bezahlen einen Preis für die Neugier, diesen Trieb. Unsere Beziehungen leiden darunter. Menschen, die wir lieben, leiden darunter. Aber so ist die Realität. Und es ist den Preis wert. Zumindest muss ich zu der Zeit dieser Ansicht gewesen sein. Wahrscheinlich bin ich es immer noch. Am Ende kann man nur hoffen, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Okay, diese Beziehung, von der er am Anfang gesprochen hat, die leider auseinandergeht, davon kann man auch im ersten Mass Effect Buch lesen. Das kann ich definitiv empfehlen. So, Notizen für Anderson Biografie Normandy. Die Normandy? Ein brandneues Schiff. Mein Schiff. So einen Moment vergisst man nicht. Wenn man das erste Mal dasteht, gesamte Crew einen ansieht und einen Befehl erwartet? Unvergesslich. Ich hatte davor schon Männer und Frauen kommandiert. Ich hatte jede Menge Kampferfahrung. Und es war mir immer gelungen, in einem Stück nach Hause zurückzukommen. Wenn man das ein paar Mal schafft, bekommt man irgendwann das Gefühl, besser zu sein als die anderen. Vielleicht stimmt das sogar. Ich weiß es nicht. Aber wenn man Glück hat, großes Glück, dann steht man irgendwann auf einem guten Schiff vor einer guten Crew. Eine Crew, der man sein Leben anvertrauen kann. Fähig, diszipliniert, tapfer. Und alle wollen voller Erwartung die Segel setzen und in den endlosen schwarzen Ozean auslaufen. Ich weiß noch, wie mein erster Offizier mich nach meinen Befehlen gefragt hat. Shepard, habe ich gesagt, wir wollen doch mal sehen, was uns dort erwartet. Da kommen Erinnerungen hoch. Was haben wir denn hier an Musik? Ah, ne, komm, mach mal Musik an. Ist halt so Fahrstuhlmusik, sag ich jetzt mal, ne? Aber soll ja auch jedem gefallen. So, was haben wir denn da? Notizen für Anderson Biografie N7. Hallo. Peinliche Momente.
Certain Drinks spendiert. Und sie haben auf meine Beförderung angestoßen. Naja, die hätten auch batalianische Sklavenhändler hochleben lassen, wenn sie dafür was zu trinken gekriegt hätten. Als mir dann das Geld ausging, stellten sich meine neuen Freunde gegen mich. Sie waren in der Überzahl. Es sah nicht gut aus. Mein Plan, da rauszukommen, hatte viel mit Faustschlägen zu tun. Und das klappte auch eine Weile. Dann traf mich ein Tisch. Oder vielleicht bin ich auch umgekippt. Als ich wieder zu mir kam, sah ich, wie ein Salarianer den Rest der Unruhestifter ausschaltete. Ein Salarianer? Er hat sich bewegt wie eine verdammte Katze. Ich schwör's. Als alle bewusstlos waren oder davonrannten, kam er zu mir und stellte mich auf die Füße. N7, fragte er. Ja, Sir, antwortete ich. Er ließ den Blick über die von mir erledigten Männer schweifen und nickte. Nicht schlecht, Mensch, meinte er. Und verließ den Laden. Ich hatte meinen ersten Spectre getroffen. Das war für mich eine wichtige Lektion. Ganz egal, für wie gut du dich hältst, es gibt immer einen, der schneller und viel klüger ist als du. Und er wartet schon hinter der nächsten Ecke. Diese kleine Lehre hat mir seitdem schon mehr als einmal das Leben gerettet. Ja. Es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Stimmt. So, ich mach die Musik aber wieder aus. Die nervt. Ein wenig. Okay, so, diese Seite des Apartments haben wir. Da hatten wir drei Nachrichten von Anderson gefunden. Jetzt gehen wir mal die hintere Seite des Apartments durch. Was haben wir hier? Na, nix. Wir kommen nicht hin. Hier vielleicht irgendwas? Nö. Ich möchte halt alles mitnehmen, ne? Also, das interessiert mich doch definitiv, was Anderson hier hinterlassen hat. Ein Interview. Selbst der erfahrenste Veteran gerät in Situationen, für die er nicht ausgebildet wurde.
In diesen Fällen, und es gibt sie öfter, als ich zugeben möchte, sind die eigenen Instinkte das Einzige, was einen am Leben erhält. Und die Männer und Frauen, die an ihrer Seite kämpfen. Aber Soldaten sind doch nur so gut wie ihr Anführer. Oder stimmt das gar nicht? Doch. Ein guter Anführer macht einen brauchbaren Trupp großartig. Ein schlechter Anführer... Nun, leider statuiert der Krieg an ihnen sehr oft ein Exempel. Was macht dann einen guten Anführer aus? Ich würde sagen, ein guter Anführer stellt das Leben seiner Männer über den Erfolg der Mission. Aber er weiß auch, dass der Preis einer gescheiterten Mission manchmal höher ist, als der Preis, diese Männer zu verlieren. An dieser Grenze entlang zu gehen, muss schrecklich sein. Ja, das ist es. Aber der Krieg an sich ist schrecklich. Danke für dieses Gespräch, Admiral. Ich danke Ihnen. Der Rest dieses Interviews sollte einen Blick auf das Privatleben von Admiral Anderson werfen. Doch es wurde wegen der Invasion der Reaper nicht fertiggestellt. Wir können nur hoffen, dass der Admiral und die Soldaten unter seinem Befehl überleben, um uns den Rest ihrer Geschichten zu erzählen. Mein Name ist Kalisa Al-Jilani. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Interessant. Wirklich sehr interessant. Wow. Okay, hier haben wir irgendwas, was die ganze Zeit klingelt. Das nervt mich tierisch. Gucken wir mal. So, Dinner im Sushi-Laden auf meine Rechnung. Hey Shepard, ich hätte ein paar Dinge mit Ihnen zu besprechen, da die Normandy im Trockendock liegt. Könnten wir uns doch in diesem Ryusei-Sushi-Laden in den Bezirken treffen. Er soll der Beste sein, Joker. Okay, werden wir tun, wenn wir hier alles durch haben. Katalog, was haben wir denn hier? Jetzt. Badezimmer ausstatten. Mit Standard-Toilettentisch. Okay. Ja. Was haben wir noch? Bettzeug. Achso, das sind Standard-Sessel oder Standard-Sofa? Ne, das steht wahrscheinlich alles schon drin. In der Küche ist die Standard-Küche. Tische, Standard-Couch-Tisch und Wanddekorationen, Standard-Regale und Standard-Dekorationswand. Wahrscheinlich können wir hier noch irgendwelche coolen anderen Sachen finden. Ist da... Ja, da ist auch noch was. Notizen für Anderson Biografie Verpflichtung, okay? Wovon habe ich gerade gesprochen? Ach ja, die Anfangszeit. Ich werde oft gefragt, warum ich zum Militär gegangen bin. Und alle reden dann immer von Ehre und Pflicht. Natürlich hat das eine Rolle gespielt. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Engagement ist das Ergebnis von 100 kleinen Aspekten. Ich bin wegen eines Hundes zum Militär. Ja, wegen eines Hundes. Diese bösartige Promenadenmischung hat mich jeden Tag auf dem Weg zur Schule angebellt. Er hat geknurrt und ich bin weggerannt, völlig verängstigt. Ich war ja noch ein Kind. Ich weiß noch, dass ich eines Morgens sehr schlecht gelaunt war. Ich war wütend, keine Ahnung mehr warum. Als der Hund wieder anfing zu bellen, habe ich einfach zurückgebellt. Wir haben beide weitergemacht, bis wir nicht mehr konnten. Danach hat mich der Hund in Ruhe gelassen. Warum bin ich also zum Militär? Weil man manchmal einfach laut bellen muss, damit die Dinge wieder in Ordnung kommen. Tja, cool. Ja, ist so, ne? Hat er durchaus recht. So, hier war kein Ding mehr, ne? Nee, hier ein paar Orden... Noch ein paar Schiffe, aber die können wir leider nicht mit uns nehmen auf die Normandy. Hier ist noch was. Notizen für Anderson Biografie Kontakt. Nein, schon gut. Ein paar Minuten habe ich. Erst Kontaktkrieg. Ja, ich war dabei. Mein erster echter Kampfeinsatz. Der erste für viele von uns. Ich erinnere mich noch an eine Nacht in der Anfangsphase des Krieges. Ich saß angeschnallt auf meinem Platz, als unser Transporter sich der LZ näherte. Alle haben geschwiegen. Man hörte nur unser Atmen. Gute Männer. Wir waren alle zusammen ausgebildet worden. Ständig rissen wir Witze und alberten herum. Aber diesmal nicht. Da war nur das Rumpeln des Shuttles und dieses schwere Atmen. Wir alle dachten dasselbe. Wir bekämpfen jetzt außerirdische Invasoren. Aliens. Man stelle sich das vor. Wir waren alle mit der Frage aufgewachsen, was da draußen wohl sein mochte. Oder ob wir allein im Universum waren. Und jetzt wussten wir es. Wir waren nicht allein. Und das brachte uns Probleme.
Wir standen also kurz davor, einem Feind zu begegnen, der so anders und unbekannt war, dass wir es uns nicht mal vorstellen konnten. Ich wusste, dass ich etwas sagen musste, um die Männer zu beruhigen. Also drehte ich mich zu dem Soldaten neben mir um, ich glaube, er hieß Hendricks, und fragte ihn, wie es seiner Mutter ging. Gut, antwortete er. Warum? Weil ich gehört habe, dass ihre Frau Mama so hässlich sein soll, dass die Marines sie für einen Turianer gehalten haben und beinahe erschossen hätten. Einige haben daraufhin gegrinst. Und dann wandte sich Hendricks mir zu und sagte, verdammt, Anderson, und ich habe gehört, dass ein Bild von ihrer Frau Mama diesen verdammten Krieg überhaupt erst ausgelöst hat. Es hat die Turianer zu Tode erschreckt. Darüber haben wir dann alle sehr gelacht. Und die Jungs haben in dieser Nacht großartig gekämpft. Manchmal braucht es eben nicht viel. Nur einen Witz, einen Schulterklopf. Einen kleinen Hinweis darauf, dass schon alles wieder in Ordnung kommt. Ja, das stimmt. Okay, so, jetzt sind wir hier in der Küche. Hier haben wir auch schon wieder ein cooles Schiffsmodell, was wir leider nicht mitnehmen können. Schade, schade, Schokolade. Musikanlagensteuerung? Nein. Nein, nein, nein. Etwas über Shepard, über uns. Wow, cool. Ja, was hat er denn so über uns erzählt? Mach an. Natürlich. Danke. Sowas ist cool, wenn man sowas hört. Ich meine, wahrscheinlich hat Anderson das nicht aufgenommen dafür, dass es Shepard hört, aber sowas ist echt cool. Da fühlt man sich halt echt wertgeschätzt, ne? Wow, geiles Schlafzimmer. Hammer. Okay, was haben wir hier? Neue Fragen. Okay. Ja, cool. Ich mag Anderson. Ich finde, er ist ein richtig sympathischer Typ. Und ich finde das cool. Wir könnten jetzt theoretisch eine Biografie über ihn schreiben, ne? Also, doch. Mag ich. So, hier diesen Bereich haben wir komplett schon gesehen. Fehlt uns halt noch die obere Etage. Mein Gott, es ist schon echt viel. Also, mit sehr viel Liebe zum Detail haben sie wahrscheinlich diesen DLC entworfen. Das ist, Ja. Das dauert schon ein bisschen Zeit, ne? Notizen für Anderson Biografie Turianer-Erfahrung. Okay. Die Turianer? Ich bin nicht immer einverstanden mit ihrer Politik und einzelnen Personen, aber ich habe großen Respekt vor dem turianischen Militär.
Jeder Allianz-Soldat, der das Glück hat, an ihren Ausbildungsprogrammen teilzunehmen, wird dadurch seine Aufgabe besser erledigen können. Ihre Präzision, ihr Können und ihre Disziplin wirken in einer Perfektion zusammen, die einzigartig ist. Und damit will ich nichts Schlechtes über unsere eigenen Leute oder ihre Ausbildung sagen. Es ist nur so, dass ich Jahre nach dem Kampf gegen die Turianer im Erstkontaktkrieg die Gelegenheit hatte, auf Palavin als Beobachter aktiv zu sein und auch selbst am Training teilzunehmen. Es war für mich persönlich ein Wendepunkt und ich möchte jeden Soldaten dazu ermuntern, sich ebenfalls darum zu bemühen. Es ist eine einzigartige Erfahrung, in der Einheit eines turianischen Kommandanten zu sein. Mein Commander war ein kompromissloser Mistkerl namens Bartus Oryx. Falls Sie ihn finden, fragen Sie ihn mal, wie der Zug, den ich führte, bei seinen strategischen Manövern verhackstückt wurde. Es war erniedrigend. Aber all das, was ich an jedem Tag gelernt habe, hat mir schon oft geholfen. Die Xenophoben schwadronieren natürlich dagegen. Aber ich halte es für entscheidend, dass wir dieses speziesübergreifende Training intensivieren. Da haben Sie es. Und wenn Sie General Oryx finden, geben Sie mir Bescheid. Ich schulde ihm noch Geld. Aha. Aha, aha. Kindheit, oha. Ich hoffe sehr, dass es irgendwie so ein Biografieband am Ende geben wird, den Shepard schreibt oder so, oder Anderson. Ich meine, diese ganzen Informationen, die man überall findet, ne, ich weiß nicht, irgendwie, es deutet schon ein bisschen darauf hin, dass er irgendwann sterben wird im Laufe dieses Spiels. Das finde ich eigentlich schade, aber gut, Panzerungsspind brauchen wir nicht, Waffenmodstation brauchen wir auch nicht. Geiles Badezimmer. Alter, ich will auch so ein Badezimmer. Alter, ist das geil. Okay, ja, hier waren wir schon. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Waren wir hier hinten schon? Noch ein Badezimmer. Mein Gott, das ist echt... Das Ding noch Apartment zu nennen, ist halt unfassbar. Hier haben wir noch was über die Normandy SR1, okay. Sie haben mich gebeten, von der SSV Normandy zu erzählen. Der Normandy SR1. Als Commander der Tokio war ich Berater beim Design der Normandy und später bei den ersten Trainingsflügen auch selbst an Bord. Die meisten wissen vermutlich gar nicht, dass die Normandy ein Gemeinschaftsprojekt mit den Turianern war. Die diensthabende erste Offizierin Eli Zander hielt nicht viel von Diplomatie. Sie verlor während des Baus rasch die Geduld mit dem Getue und den politischen Schachzügen der Turianer. Der leitende Entwickler des Antriebskerns, Octavio Tatum, und sein Team turianischer Techniker waren für letzte Übungsmanöver im KIZ. Die Gemüter erhitzten sich, als Zander das Tarnsystem bis an die Grenze belastete und mit dem Entlüften des IES bis zu einem Punkt wartete, den Tatum für viel zu spät hielt. Ich habe versucht, alle zu beruhigen, aber es endete damit, dass den turianischen Wissenschaftlern Handschellen angelegt wurden. Später kam es dann in Koras Nest noch zu einer Schlägerei zwischen Menschen und Turianern. Heute klingt das witzig. Als ich die Normandy zum ersten Mal sah, war sie das Schönste, was ich je gesehen hatte. Am Tag nach diesem Übungsflug kam Admiral Wright zu mir auf die Brücke. Sie gehört Ihnen, sagte er. Ich kann Sie Sander nicht überlassen. Schicken Sie mir eine Liste, welche Crewmitglieder von der Tokio Sie haben wollen. Und bereiten Sie sich auf Ihre erste Mission vor. Es war ein kurzes Kommando, dank Saren. Aber dennoch...
der Höhepunkte einer langen Laufbahn. Und dann hat er die SR-1 Commander Shepard überlassen. Und dann fing alles an, so wie wir es aus den Mass Effect Spielen kennen. Okay, gut, ich glaube, damit sind wir hier oben tatsächlich durch. Ja, hier oben war es nicht so viel wie unten, aber wir haben jetzt eine halbe Stunde damit rumgekriegt. Einfach nur mit den ganzen Dossiers und Mitteilungen, die er hier oben hinterlassen hat, ne? Also es war schon krass. Finde ich aber cool. Also macht sehr viel Spaß, fängt gut an. Und im nächsten Part geht's dann, glaube ich, richtig los. Wir treffen uns mit Joker in einer Sushi-Bar. Ich bin gespannt. Gut, ich hoffe, ihr auch. Und ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen in der Sushi-Bar. Bis zum nächsten Mal, sage ich, keep gaming und ciao.